Hi ihr da draußen, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe mal wieder einige sehr tolle Bücher gelesen und die würde ich euch gerne vorstellen. Kurze Triggerwarnung, es sind mal wieder ein wenig ernstere Themen, man kennt mich. Das heißt, wenn es dir psychisch momentan nicht so gut geht, würde ich dich wirklich bitten, die Bücher nicht zu lesen bzw. speziell auf die Themen zu achten, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, das wäre mir wirklich sehr wichtig. Ansonsten wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und vielleicht ist ja ein tolles Buch für dich dabei. Diesmal dreht sich das Video um die Themen Kindheit, Kindesmisshandlung, Psychopathie und Manipulation. Kurzer Faktencheck. Misshandlung eines Kindes ist ein Verhalten gegenüber einem Kind, das außerhalb der Norm liegt und ein beträchtliches Risiko für eine körperliche oder seelische Schädigung des Kindes birgt, ebenso natürlich auch für Frauen und für Männer. Es gibt 4 Arten der Kindesmisshandlung: körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, seelischer Missbrauch und Vernachlässigung. 2020 stieg die Zahl der misshandelten Kinder um 10% gegenüber dem Vorjahr. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. 40% von Männern einer bestimmten Studie gaben Missbrauchs- bzw. Misshandlungserfahrungen in der Kindheit an. Psychopathie ist eine schwere Persönlichkeitsstörung. Psychopathen manipulieren und handeln, ohne Reue zu empfinden. Sie lügen, betrügen und nutzen ihre Mitmenschen geschickt aus. Dabei sind sie ausgesprochen risikobereit und verhalten sich verantwortungslos. So, das allererste Buch ist Du hast mich krank gemacht, meine Mutter ließ mich leiden von Julie Gregory. Es geht darin um ein Mädchen, das absichtlich von ihrer eigenen Mutter krank gemacht wurde. Diese Krankheit von der Mutter hieß Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Es gibt dazu leider sehr, sehr viele Fälle, auch heutzutage noch, und es ist relativ schwierig zu behandeln. Es geht einem wirklich sehr, sehr unter die Haut. Das Krasse auch an diesem Buch ist, dass Julie Gregory einfach das Buch geschrieben hat. Sie selbst schildert ihre Erlebnisse als Autorin in diesem Buch. Sie hat das alles überstanden und möchte jetzt anderen Menschen durch ihre Erlebnisse helfen. Es geht wirklich sehr, sehr unter die Haut. Es sind auch Bilder dabei, dass man sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Das zweite Buch ist Deine Liebe fühlte sich an wie Hass, meine Mutter, die Psychopathin von Olivia Rain. Auch hier schreibt die Olivia selbst das Buch, selbst ihre Erfahrungen auf. Ist aus einer ganz tollen Reihe Erfahrungen, gibt es zum Beispiel auf Amazon zu kaufen. Und hierbei geht es darum, dass eine Mutter eine Psychopathin ist und dem kleinen Kind wirklich das Leben zur Hölle macht. Also hier steht es auch nochmal, sie verbreitet Lügen über die eigene Tochter, zerstört ihre Freundschaften, entwertet alles, was sie tut, und das Kind kann lange Zeit auch nicht drüber reden, weil sie denkt, das wäre alles normal. Wirklich sehr heftig, hat mich sehr, sehr berührt. Und man lernt auch sehr viel über Psychopathen in dem Buch. Das dritte Buch ist Allein, Tagebuch eines vernachlässigten Kindes von Christa Schwägerl. Ja, es ist eher ein Erlebnisbericht, also das heißt ja auch Tagebuch, als dass es sehr stark aufklärt. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Es wird aus der Perspektive von einem, ich glaube, fünfjährigen Kind geschrieben. Und ihrem kleinen Bruder Max, ich glaube, er ist 3. Und es geht einfach mehr um Kindesvernachlässigung als Misshandlung. Und die schlimmen Folgen, die sowas haben kann, hat mich auch sehr mitgenommen. Man liest es eigentlich relativ schnell, weil man wissen möchte, wie das ausgeht. So wie die anderen Bücher, die ich euch jetzt heute vorstelle, auch. Kindesvernachlässigung ist meines Erachtens eines der verantwortungslosesten Dinge, die man machen kann. Es passiert leider sehr, sehr häufig. Und die Zahlen steigen leider auch sehr stark. Das macht mich persönlich sehr, sehr traurig. Aber vielleicht helfen einem solche Berichte zu erkennen, wenn man vernachlässigte Kinder im Bekanntenkreis irgendwo hat oder irgendwo sieht, und dass man persönlich auch helfen kann. Mit diesen Worten zerrt die Mutter ihren 5-jährigen Sohn wie von einem teuflischen Plan besessen zum Herd
und hält seinen Arm in die orangeblaue Gasflamme, bis ihnen der Geruch von versenkter Haut in die Nase steigt. Das ist ein Auszug aus dem Buch Sie nannten mich S, der Mut eines Kindes zu überleben. Das ist ein Buch, das mich persönlich am allermeisten bisher getroffen hat. Es sind so schlimme Erfahrungen in diesem Buch aufgeschrieben, das kann man sich nicht vorstellen, vor allem wenn man selbst das Glück hatte, eine sehr schöne Kindheit genießen zu dürfen. Ja, ihr merkt es schon, mich rührt sowas auch immer sehr und ich würde mir wünschen, dass solche Fälle nicht mehr so oft auftreten, aber leider zeigen die Statistiken, dass auch solche extrem krassen Kindesmisshandlungen, wie es hier nochmal geschrieben wird, immer häufiger passieren und es ist einfach grausam. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber wenn man selbst irgendwelche Fälle mitbekommt, würde ich jeden ans Herz legen, das genau unter die Lupe zu nehmen und auch wirklich zu melden, ganz gleich, was es für die Familie bedeutet, weil es einfach diesen Kindern helfen würde. Das letzte Buch ist wieder aus diesen Erfahrungen, was ich so gerne lese, von Luise Lindemann, Deine Liebe war Gift. Manipuliert und ausgelöscht, wie mein Mann mein Leben fast zerstörte. Es geht um eine Frau, die jahrelang von ihrem psychopathischen Ehemann verletzt und psychisch misshandelt wird. Ist auch eine sehr rührende Geschichte, wie sie jahrelang versucht, es auszuhalten für sich, auch für ihre Kinder, bis es eben dazu kommt, dass ihr Mann auch auf die Kinder losgeht und sie dann versucht, sich da rauszukämpfen. Sehr, sehr stark für alle Frauen, die sowas kennen und auch jahrelang erleiden und versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Sie schafft es letztendlich, ist eine sehr krasse Story und hat mir auch sehr gut gefallen. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht war ja das ein oder andere coole Buch dabei, wer weiß. Ich würde mich auf jeden Fall über ein wenig Support freuen. Ansonsten passt auf euch auf und bis bald!